Hallo, wir begrüßen Sie bei Rettet Zylinderkopftechnik. Heute wollen wir Ihnen mal zeigen, was möglich ist, unter anderem bei alten Traktorzylinderköpfen und was für uns tägliches Aufgabengebiet ist. Also hier haben wir zwei alte Deutz-Köpfe. In dem Fall ist ein 2 oder ein F2 L514 und hier haben wir also gleich mehrere Probleme oder ein schönes Sortiment an Problemchen. Also zum einen gucken wir uns einfach mal an, Ventilführung und Ventile sind also stark verschlissen, man hört es hier schon. Das ist auch für einen luftgekühlten Traktor definitiv zu viel, wenn man ordentliche Leistung bei dem Traktor fahren will und ein stabiles Ergebnis haben möchte. Das Ventil möchte also seine neben der Abdichtung natürlich auch seine Wärme abgeben. Das macht er zum einen über den Sitz und zum anderen über die Ventilführung. Wenn wir uns die Ventilführung eben hier anhören und das sehen, dann wissen wir, Ventil ist nicht mehr sauber geführt, dann schlappert das Ventil praktisch in den Sitz rein und verschleißt natürlich Sitz und Ventile. Und man sieht auch hier das verschlissene Ventil ganz gut, denke ich mal. Ne, Auslassventile sehen dann nicht besser aus. Hier bei dem Burschen ist das auch nicht anders. Ich fahre die mal hier gerade raus. Ja, also das ist dann schon ziemlich stark angegriffen, das Ganze. Also hier in dem Fall würde das bedeuten, Ventilführung müssen erneuert werden. Sitzringe kommen in dem Fall so raus, weil wir schauen hier direkt auf das nächste Problem. Wir haben hier die Risse, die möchte der Kunde gerne beseitigt haben. Oben haben wir auch Risse im Bereich des Einspritzkanales und hier sowas können wir natürlich bei uns im Haus auch instand setzen, ob für Aluminium oder auch für Guss, wobei Guss wesentlich aufwendiger ist. Hier in dem Fall müssen wir ein paar schweißerische Tricks anwenden, weil Sie können natürlich diese Metalleinsätze nicht entsprechend so einfach ohne weiteres nehmen, weil sie umgossen sind. Und Sie können auch nicht einfach Aluminium auf Metall da aufschweißen. Das heißt, wir müssen hier Aluminiumbrücken bauen beim Schweißen, um bis an das Metall eben ranschweißen zu können. Ist nicht der Idealfall, diese Wege zu gehen, weil deutlich aufwendiger und mit gegebenenfalls Nacharbeiten verbunden, aber ist auf jeden Fall machbar. Also das Aluminium, was beschädigt ist, wird komplett ausgefräst und von unten auf wird das Aluminium komplett neu aufgebaut. Das gleiche ist hier der Fall, Sitzringe kommen raus, der Riss ist jetzt nicht ganz so stark, aber ansonsten können die auch sehr weit gehen, bis unten auf die Ventilführung, dann muss eben auch bis unten alles ausgefräst werden, von da aus das Material oder Schweißgut neu aufgebracht werden, die Kanäle werden dann Kontur gefräst und dann die Köpfe entsprechend aufgebaut. Also solche Arbeiten machen wir bei Red Hat Zylinderkopf täglich für Motoren und auch für Zylinderköpfe. Und wer Fragen zu solchen Themen hat, der kann sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Also Sie finden viele Informationen bei uns auf der Homepage oder auch wenn Sie uns googeln, Red Hat Zylinderkopftechnik, da haben Sie alle Informationen, die Sie letztendlich dazu brauchen. Wenn Ihnen das gefallen hat, liken Sie uns, würde uns sehr freuen und ansonsten abonnieren Sie unseren Kanal, da werden Sie die ein oder andere interessante Anekdote erfahren und auch, was man machen kann und wie man was reparieren kann. Wir wünschen einen schönen Tag und grüßen alle herzlichst draußen in dieser Welt. Tschüss!